Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Ruby Destiny Life of Guardians, dem dritten Teil der Ruby Destiny Reihe. Läuft. Ja. Die Story hat in der letzten Folge gestartet. Es gab schon ein paar interessante Sachen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Silktown City, um dort mit der Fähre zur Akademie zu fahren. Die Heva-Map wieder. Wir haben schon bekannte Orte gesehen. Sinister Woods aus Ruby Destiny Rescue Rangers bekannt, meine ich. Eben hier die Sinister Woods. Wir haben von Oceania Islands gehört. Wir haben auch Felinar gesehen. Ein Pokémon, das ich auch aus Rescue Rangers kenne. Das ist vielleicht sogar ein fetter Story-Spoiler für mich. Wenn ich das so merke, war es auch irgendwie kacke, dass ich das in der letzten Folge gesagt hatte. Aber jetzt brauche ich auch nicht mehr geheim zu halten, dass das Ding eben Cresselia ist, dass sich, wenn es sich aus der Sinnoh-Region entfernt. Also, suchst die Akademie, geh nach Westen. Ein Freund wartet auf dich, der sicher nicht Kevin heißt. Und das in diesen Steinen, da ist Spielentwickler Jagold. Level 9. Mein Starter Bisasam, wie ihr seht. Links wieder. Ah, unten habe ich jetzt Bären verpasst. Ach, weiß was. Lol, kack drauf. Wo der Wind fresh bleibt, Digga, aber nicht so fresh wie Swaggy Günther. Yo. Was kannst... Ich mag den Wind in dieser Stadt. Er ist so frisch und toll. Oceania Meer. Ja, Oceania habe ich ja auch schon geredet. Supertrank brauche ich noch nicht im Moment. Wieder die Heva-Map. Die sieht wohl immer so aus. Hier wäre die Heva League oder Cyanwood City in der Richtung. Also hier werde ich später vermutlich hin müssen. Silkwind Town nach unten. Dieser Leuchtturm kann ich nichts mit anfangen. Hier wird es später safe eine Surferroute geben. Ja gut, tot. Das war klar, das Ding hat richtig viel Schaden gemacht. Dieser Ort ist toll. Okay, ich muss gehen. Oh, Günther, hi. Bist auch gerade angekommen, ne? Dann, ich war hier jetzt für eine Zeit. Ich könnte dir zeigen, was hier so ist. Ich gehe jetzt, Dad. Tschüss. Und eine Schwester, du... Oh Gott. Ich verstehe es immer noch nicht. Warum soll ich zu dieser Akademie? Der ist wirklich verärgert. Und eine Akademie? Wofür? Okay. Willst du, dass ich dir die Gegend zeige? Ehrlich gesagt... Nein, du bist mir nämlich unsympathisch. Okay, ich gehe nach Hause. Wo gehst du hin? Zur Akademie? Du gehst dahin. Das ist, damit man ein toller Trainer wird. Cool, glaube ich. Ich glaube aber, wir müssen da nicht hin. Wir können auch tolle Trainer werden, wenn wir einfach nur reisen. Erfahrungen in Kämpfen sammeln. Neue Menschen treffen und neue Freunde finden. Warum dahin gehen, wenn du hier deine Reise starten kannst? Ja, okay, deine Mutter hat es dir befohlen. Nur zwischen uns beiden. Ich hasse deine Mutter. Oh, da hau er raus! Dafür, dass sie Entscheidungen macht, die du nicht magst. Sie sollte dir mal Freiheit geben, sodass du unabhängig werden kannst. Weißt du, meine Mutter hat mir erlaubt zu reisen, aber ich sollte hier erst was kaufen. Naja, dein Pech, nicht meins. Weil dein Freizeit kaputt geht, nicht meiner. Der Wind ist toll. Erinnert mich an meine Kindheit.
Oh. Ich hab mal Angelallen gesehen, als es im Silkwood Path war. Und ja, ich werde diesen Running Gag auch noch über das Projekt überführen. Angelallen, einer der Wächterdrachen der Hewa-Region, der Wächter des Himmels. Genau, Rayquaza war Atmosphäre, das für die, die sich das jetzt fragen. Ja, der Wächter des Himmels, eigentlich Angie Allen ausgesprochen, wegen einem meiner tollen Verleser in der ersten Folge heißt das Ding bei mir jetzt Angelallen. Und ein Antidote bringt mir überhaupt nichts, weil mein Bisasam fucking Poison Type ist und somit nicht vergiftet werden kann. Manche Pokémon sind niedlich, aber andere sind gruselig und erschrecken mich. Mein Freund hat mir mal gesagt, dass Pokémon an unterschiedlichen Tagen von... Nee, Tageszeiten sich entwickeln. Reden, Brille Vielmann, Sprachen lernen Bubble, Schleifwerbung für alles. Und das ist, glaube ich, der merkwürdigste Pikachu-Sprite, den ich je gesehen habe. Pika! Jeder kennt das Pikachu. Für meine eigenen Pokémon, ich gebe ihnen perfekte Spitznamen. Das ist meine Expression der Originalität. RIP Pikachu. Aber den Namen Pikachu zu einem Pikachu geben, das ist sinnlos. Ich glaube, es ist gut, einen Namen, der einfach zu verstehen ist, zu geben, aber... nein. Alles klar, hier fährt die Bahn. Oh, hallo, toller Tag, ne? Was hat dich hierher gebracht? Wenn ich ein bisschen Zeit nehme, meine Pokémon zu trainieren, kann ich um die Welt reisen. Das würde toll sein. Dann würde ich abnehmen. Hier ist wieder so ein Stein, bei dem Jagout mir sagt, wo ich hin muss. Ja, da nach Süden zu Bokehfield und dann zu Oceanshine City. Da gehst du ins Pokémon Center. Hallo, hier, yeah, das ist der Thunder Express. Willst du zu Rainbow City? Okay, ich geh mal hin. Ich meine, scheint ja nichts zu kosten oder so. Willst du mich jetzt verarschen? Was machen sie? Ich glaube, das nennen sie Human Trafficking, keine Ahnung was. Ich sag das den Rangern. The fuck? Ich verpiss mich. Zeitverschwendung. Ah, du bist es. Du blockierst meinen Weg. Warum können wir nicht nach Rainbow City? Du hast besser eine gute Erklärung. Ja, ja, erklär's dir selber. Wir tun das für die Pokémon. Wir müssen Investigationsdinger in der Stadt machen. Was auch immer. Glaubt ihr, wir glauben... Irgendwas klingt nicht toll. Ja, vielleicht gehört ihr zur dunklen Organisation. Sie sehen auf jeden Fall kacke aus. Wir gehören nicht zur dunklen Organisation. Ich erzähl's den Rangern. Wir machen hier unsere Kacke. Ich will nach Rainbow City. Ja, und die tolle Musik im Hintergrund. Beschreibung. Also Thunder Express, ich dachte, hier ist jetzt Rainbow City. In Rainbow City die Beschreibung, dachte ich, wäre da die Hewa-Map. Guardian of Wings, Master. Spreading the Wings of... Oh, ein Challenger, willst du den Wingmaster? Aber der ist nicht hier. Das ist sowas wie ein Arena-Leiter offensichtlich. Sorry, hab Schluck auf gerade. Das Meer ist toll und erfrischend. Ich wünschte, ich könnte segeln. Ja, so viel dazu. Ich sollte langsam mal zum Schiff vielleicht. Was bist du? Research Laboratory. Atomkraft, Bildung,
Alter, hier gibt's so viele fette Gebäude mit lauter Typen drin, auf die ich ehrlich gesagt keinen Bock hab, die zu erkunden. Sorry, wenig gepennt letzte Nacht. Sie sagen, dass die Symbole der Wächtermeister Pokémon-Stats erhöhen können. Ich glaube, Trainer, die welche haben können, ihre Träume näher kommen sehen. Ja, hier wieder Silk Lollers, irgendwas Town. Bei mir läuft's ja. Jedes Pokémon hat eine besondere Fähigkeit. Ich bin heute übermüdet. Das merke ich beim Aufnehmen. Pokémon sind komisch. Du bist komisch. Lülülülülülülül. Was steht auf dem Schild? Attackenverlerner. Bokefe. Das hier ist ein Daycare Center. Die Alten da haben es mir gegeben, aber ich brauche es nicht. Ein White Herb. Das, wenn Wert gesenkt ist, neutralisiert es das. Ich bin die Tagescare-Lady. Wir können deine Pokémon für dich höher dingsen. Du hast aber nur eins. Auf Deutsch, Pokémon leveln. Ich denke, Pokémon Eier wird man hier nicht bekommen, aber... ja. Ja, will ich! Da oben ist natürlich ein Eis. Wie oft will ich diese Taste drücken? Okay, ich habe gerade überlegt, weil da gerade ein Bild gezeigt wurde. Aber das Bild ist kein Spoiler zur Walross-Edition, da es bereits auf dem Thumbnail von der Premiere, die, wenn dieses Video online kommt, wahrscheinlich sowieso schon gelaufen ist, drauf ist. Also, bevor ich das Thumbnail gemacht habe, hätte ich das auf jeden Fall noch als Spoiler angesehen. Hier mal kann. Mineralhöhle kenne ich doch auch. Ey, ich glaube, du solltest nicht weitergehen. Die Musik hört sich aber schon großteils. Es gibt ein paar neue Tracks und die klingen in der Regel auch gut. Also, ich kann hier lang. Also, die Akademie, nach Süden zum Bouquetfield und dann nach Osten zu Ocean Shine City, da ins Pokémon Center. Geh mal vom Schild weg, bitte. Und da nach Osten. Wenn du andere Pokémon stehlen willst, bist du ein Dieb. Wirf die nur auf Wilde. Apropos, kriege ich auch mal Pokebälle. Bisher gab's keine Shops oder so. Wahrscheinlich Wahrscheinlich verkacke ich eh komplett und hätte schon längst Pokebälle haben können, bin aber einfach zu blöd. Ocean Shine City. Wo die Ozeanbrise erfrischend ist, was eigentlich dasselbe wie Silk Town Ding. Das ist eine echt große Höhle, ich würde da nicht reingehen. Ja, immer noch die Mineralhöhle. Da muss ich dann später hin, das ist relativ offensichtlich. Diese Typen hier verkaufen ja auch noch nicht mal Pokebälle, also... ja, ins Pokémon Center muss ich, das habe ich mit.
Ich wünschte, ich könnte auf ein Abenteuer gehen. So ein Zeug. Muss toll sein. Ja. Das ist auch so eine Sache. Hier habe ich in dem Spiel, auch wenn ich es selber nicht wirklich erklären kann, weil in Ruby Destiny Rescue Rangers habe ich das gemacht. Hier habe ich aber nicht so die Motivation, mit jedem Charakter zu reden. So, hier sollte ich hin. Kannst du nicht ein bisschen warten? Ach, du bist's. Felina gehört mir. Und jetzt verpiss dich. Was ist das denn für einer? Das PC-System ist klasse. Okay, und jetzt muss ich hier zur Shiggy-Statue. Fragezeichen, man freut sich. Aber nee, Wassermann-Contest. Hallo, wir haben zwei Contests, die sind für Wasser-Pokémon-Liebhaber. Oh, hallo. Für 500 kannst du mitmachen. Ich habe ja nicht mal ein Wasser-Pokémon. Nicht schwimmen! Da kann ich dann wohl, wenn ich ein Wasser-Pokémon mit Surfer habe, mitmachen. Meister Vincent ist zur Pokémon League gegangen, um Symbole fertig zu haben. Wenn du ihn bekämpfen willst, komm später wieder. Der nächste Wattmeister, Master of the Sea. Hä? Ich war doch im Pokémon Center. Hey, Dragold. Okay. Academy, geh zurück zu Bouquetfield und geh auf die Docks. Du musst in den Docks mit einer... Oh, mit einer Frau reden. Dann gehst du nach Silkwind Town und haust dem Elementmaster die Fresse zusammen. Okay. Docks, wo könnten die nur sein? Moin, das Boot wird bald verlassen. Das ist so unnötig. Oh, hi. Läuft bei dir. Trassler. Oh. Gib mir dein Pokémon. Trassler, gehörst mir. Will der mich jetzt verarschen? Der nimmt sie jetzt mein Pokémon, um mal hier kurz was zu fangen. Also ich denke halt an sich, der hat nur das Design jetzt von anderen Charakteren. Ja, der zeigt mir jetzt, wie man Pokémon fängt. Der hat jetzt das Bisasam ausgewächst. Endlich, ich hab einen Trassler. Hier ist dein Pokémon. Ein bisschen schwach, aber... Ich verpiss mich. Zweiter Gedanke. Ah, ich bekämpf dich. Ich meine, ich kann gut trainieren. Willst du mich verarschen? Erstmal, warum bist du so ein dummer Keg? Okay, erstes tot. Level 10, oh, Wine Whip, das ist geil, oh. Damit schaffe ich das. Ich hatte gerade vorher noch Angst, oh Gott. Und die Angst ist wieder da. Aber ich müsste auf Dauer gewinnen. Jawohl. Die Musik bleibe ich bei, ist echt interessant. Warte. Die ist ein Remix von irgendwas.
Nee, ich weiß wieder, wo ich die schon mal gehört habe. Das war eine Medley, daher kann ich nicht genau sagen, was das war. Ich glaube sogar die Medley, die ich ursprünglich als finales Boss-Theme für die Walross-Edition angesehen hatte, die dann aber im Nachhinein ersetzt wurde. Tatsächlich ist das Final Boss-Theme der Walross-Edition auch schon so eine Sache, über die ich seit einer halben Ewigkeit nachdenke. Ich hatte schon so viele verschiedene Ideen. Eins davon war zum Beispiel das Theme, das Giratina jetzt in der zweiten Prüfung der dunklen Welt bekommen hat. Also angucken, wenn ihr die Story nicht geguckt habt, by the way. Ah, du bist stark. Okay, wir sehen uns wieder. Mein Name ist Light. Meiner nicht. Und ich hoffe, wir sehen uns nicht wieder. Mami, jetzt, was war denn das für ein Keck? Der nimmt sich mein Pokémon, um ein anderes damit zu fangen. Obwohl er selber zwei hat, wohlgemerkt. Oh, Shinux, ich will Pokébälle. Ich will Pokébälle, um das Ding zu fangen. Ich denke, mit dem Levelunterschied kann ich ja auch so mal rumrennen für einen Moment. Aber gegen die Taubsi kämpfe ich lieber nicht. Hier, man sieht ja, die Dinger machen mir einen Schaden und sind mit drei Hits raus. Und jetzt bin ich ja auch wieder in der Stadt. Nur, im Ernst, kann es sein, dass dieses Spiel einem sagt, du nimmst dieser Samen, du kriegst auf die Schnauze. Ich meine, der Typ trainiert Flug-Pokémon. Der erste Gegner überhaupt hatte ein Flug-Pokémon. Ich habe echt das Gefühl, die haben hier so, die wollen hier so sagen, nimm nicht Bisasam, außer du willst auf die Schnauze. Hard Mode activated. Falsches Gebäude. Hier ist das Richtige. Der hat Flug-Pokémon. Ja, schön. Ich kann ja keine holen. Hier, keine Pokebälle. Und ich habe schon AP+. Ich kann ja auch noch in meinem Shop gucken. Ja. Mal im Ernst. Ich habe halt echt das Gefühl, die werden mir jetzt sagen, du grindest jetzt wie erster Self-State dieses Projekts, Alter. Du grindest jetzt einfach wie die Kacke. Gott, dieses Bild. Willkommen, Challenger. Ich bin Janice, der Flügelmeister. Ich bin auf Flug-Pokémon spezialisiert. Ich schlag dir die Fresse zusammen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ein Gegner. Ja. Es war so klar. Wie viel Schaden macht das? Ja, ist klar. Willst du mich verarschen? Ich verfehl zweimal. Wie soll ich diesen Kampf gewinnen? Jetzt mal for real. Das ist doch Kacke. Weil ich Bisasam hab, bin ich jetzt völlig im Arsch. Ich probiere es nochmal und hoffe, dass ich diesmal so treffen. Ein Wine Whip ist drin. Ich krieg ein bisschen Leben wieder zu. Habe ich Oranberries? Ja, die nutze ich nämlich hierfür lieber. Äh.
Doch, ich würde überleben. Genau. Normal immer noch. Willst du mich verarschen? Die benutzt Tränke. Okay. Oh, ich hab richtig berechnet, dass ich überlebe. Ein HP. Ich hab gewonnen. Oh Gott. Das ist jetzt zwar nicht so eine Anspannung wie beim Secret Boss des Vorgängers, aber ja gut. Dafür wird der nächste Elementmeister fucking einfach der Wassertyp. Oh. Klasse Performance, ich wurde geschlagen. Du hast mir gezeigt, dass ich immer noch mehr trainieren muss. Vögel haben versuchen, immer Flug zu erreichen. Also, ja, hier, nimm. Symbol der Freiheit. Wir müssen diese Zeichen zu den Trainern geben, die uns besiegt haben. Trainer mit einem Pokédex sind automatisch für die League Competition eingetragen. Du hast kein... Warum hast du mir das nicht erzählt? Okay, aber hol dir einen, okay? Wurde dir das nicht von dem Schaman gesagt? Alles klar, ich brauche einen Pokédex. Sonst kann ich eigentlich nicht teilnehmen an der ganzen Liga-Geschichte. Aber mal im Ernst. Das finde ich irgendwie immer noch trotzdem assi. Dass man jetzt so auf die Schnauze kriegt, wenn man Bisasam nimmt. Einfach ein Flugelementmeister. Also... Jetzt. Also, einmal da drin musst du mit dem jungen Mann auf dem Deck reden. Danach gehst du in deinen Raum pennen. Okay, auf dem Boot kann er mir nicht weiterhelfen. Dass ich jetzt wieder dahin muss, hätte ich mir ehrlich gesagt auch denken können. Ich habe das Gefühl, hier ist insgesamt ein bisschen weniger Gras, trifft man weniger Mons. Oh, ich sehe gerade, dass die Folge auch schon wieder lang genug ist. Ich gehe noch kurz aufs Schiff und dann ist diese Folge auch wieder zu Ende. Ich verabschiede mich dann auch schon mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Moin, moin, das ist der Kapitän. SS Aurora wird bald starten. Ich glaube, manche wissen, was ich gerade denke und sorry dafür. Kann ich aber nichts für. Wir hoffen, ihr werdet eine tolle Zeit haben. Ja, in der nächsten Folge checke ich dann mal, was hier so abgeht. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.